beim Löschen von Speicher hat. That's the next title of the title of the next talk. Der Titel vom nächsten Vortrag ist Memset. Warum ist es schwierig, Speicher zu löschen? Ilja von Sprundl ist ein Sicherheitsresearcher, der gerne neue Sachen findet. Und er hat gefunden, dass es ganz schön schwer ist, sensible Inhalte im Speicher zu löschen. Also wird er uns heute eine Überblickspräsentation geben. Dazu gibt ihm eine große Runde von Applaus. Okay, perfect. Yeah, so as the Herald just explained, my der Herald MEMSAT, erklärt hat, spreche ich über MEMSAT. Wer bin ich? Once upon a time, that was me. Vor langer Zeit war das ich. Viel mehr Haare, viel weniger Fett. This is my 17th, Congress. Dies ist mein 17. Kongress. You have a pot kettle here, buddy. Topf und Kessel. Dies ist mein 17. Kongress in Sequenz. Ich habe hier schon einige Male gesprochen. Nicht fünf in Sequenz, aber gut. Ich arbeite für einen Betrieb namens IOActive und bin der Director von Pentesting. Das heißt, es gibt hier keine Doppelbedeutung. Wir haben einfach ein Team von Pentestern. I like looking at low-level stuff, kernels, drivers. Wir stellen an, also kommt ruhig und sprecht mit mir. Ich mag gerne low-level stuff und lese gerne Code. Genug über mich. Von wem glaube ich, dass Leute das mögen könnten? Sicherheitsleute, Krypto-Leute, wenn ihr Compiler-Zeug mögt oder im Allgemeinen über Technologie neugierig seid. Was ihr so wissen solltet. Das erste auf den Folien ist relativ simpel. Also grundlegendes Technologieverständnis sollte reichen in der ersten Hälfte. Wenn ihr ein bisschen C-Hintergrund habt, ist das gut. Und während ich in die zweite Hälfte gehe, werden Sachen etwas schwieriger. Aber wenn ihr auch nur die erste Hälfte versteht, ist das immer noch nützlich. So, what is this talk about? Also, worüber möchte ich sprechen? Basically, it's one im Grunde über ein sehr einfaches Problem davon, Kryptographie zu implementieren. Das Problem ist wirklich sehr einfach, die Lösung halt nicht. Es gibt sehr, sehr viel, was sich bewegt, es gibt viel Subtilitäten zu verstehen, sehr viele Nuancen. So, warum? Was zum Henker, es ist spätes 2018, wissen wir doch, warum trägst du darüber vor? Naja, es ist erstens immer noch überall zu finden. Ich werde das auf den Folien zeigen, mit Daten, mit Bugs. Aber der eigentliche Antrieb für diesen Talk und diese Präsentation ist, dass ich dieses Jahr mit drei verschiedenen KundInnen und drei verschiedenen Softwareprojekten darüber geredet habe, die alle ungefähr diesen Bug hatten, also den exakt gleichen Bug hatten. Ja, that's great. We understand. Now tell us how to fix this in a portable way. Ja, toll. Verstehen wir, wie fixen wir das jetzt portabel? Und das ist irgendwie nicht einfach. Und das andere ist, konzeptuell, das ist gut verstanden, sicher. Leute sind also irgendwie blasé darüber, aber praktisch verstehen nicht viele Menschen. How pervasive this problem is, how realistic it is. It isn't just like ubiquitär und allgemein dieses Problem vorhanden ist. And it does it everywhere. Der Compiler macht das und er tut es überall. Also kommen diese Probleme überall. Es ist schwer aus dem Code zu sehen, dass es da ist. Aber wenn man sich dann die Compiler Logs ansieht, sieht man, dass es da ist. Und das dritte ist, es sind halt grundlegende Sachen, die hier auf den Kongress passen. Und wir wollen insbesondere auf dem Kongress auch über grundlegende Sachen in die nächste Generation tragen. Und das passt doch hervorragend zur Grundlage. Bevor ich hier also reintauche, es gibt reichlich
Leute, die mir hier geholfen haben. Das Problem ist wohl bekannt, wie gesagt, schon seit 20 oder 30 Jahren. Also haben viele Leute darüber publiziert und Paper und Präsentationen. Ich kenne nicht alle davon persönlich und ich wünschte, ich könnte sie alle auflisten, aber die Leute, die hier aufgelistet sind, sind nur ein oder zwei entfernt von mir, die irgendwie Einfluss auf diese Folien hatten. Und manche von euch sind hier sicher im Publikum. Eure Hilfe war sehr wertgeschätzt. Und jetzt lasst uns endlich wirklich anfangen. Also sagen wir, du schreibst gerade ein Stück Code und es wird sensible Daten behandeln. Also Schlüssel, Klartext, Session-Tokens, Passwörter oder Passwort-Hashes. Irgendwas, was irgendwie sensibel sein könnte. Wenn man also eine sicherheitsbewusste Person ist, dann möchte man diese sensiblen Daten natürlich auch schnell wieder loswerden. Und zwar richtig gründlich löschen aus dem Speicher. Warum sollte man das wollen? Naja, falls nicht, wenn es dann irgendwie ein Informationsleck gibt, das später gefunden wird, dann könnte vielleicht dieser Speicher benutzt werden, um diese Tokens und Keys zu finden. Das fühlt sich vielleicht wie ein großer Sprung an, aber Heartbleed ist ein gutes praktisches Beispiel dafür, dass es das wirklich gibt. Wenn ihr also diesen Schritt macht und denkt, ich will solche sensiblen Daten wirklich loswerden, dann ist das schon ziemlich cool. Viele Software, die das tun sollte und die solche sensiblen Daten hält, kümmern sich nicht drum. Also seid ihr schon wirklich vor den meisten, wenn ihr daran denkt. In der Praxis würde das also aussehen, dass man eine solche Funktion wie dieses hier schreibt, so Beispielcode, die einen Schlüssel generiert. Es deklariert eine lokale Variable, liest zufällige Bits, kopiert sie, schickt sie nach K und jetzt sagt Memset und tut da die Schlüsseldaten rein, damit es geklärt und Ruhe ist. Perfekt, oder? Dann lässt man das laufen, man kompiliert es, man fügt ein Main hinzu. Und tut es genau das, was es soll. Man guckt sich den Assembly-Code an und das ist auch immer noch gut. Das Problem ist, was ihr jetzt tut, das ist nicht release-basierter Code. Dann sagt ihr ja aber dem Optimierer beim Kompilieren, dass er optimieren soll. Typischerweise irgendwo zwischen O2 oder OS. Und wenn man sich dann Assembly wieder ansieht, kriegt man ein völlig anderes Bild davon, was tatsächlich passiert. Es gibt eine Webseite Compiler Explorer. Auf der linken Seite zeigt es C, auf der rechten Seite zeigt es Assembler. Es ist farbbasiert und zeigt euch gut die Verbindungen an. Lasst uns also unser kleines Beispiel hier ansehen. Und dann sehen wir auf der linken Seite meinen C-Code General Key und rechts den dazu passenden Assembly-Code mit den passenden Farben. Dann seht ihr, welcher C-Code zu welchem Assembly gehört. Seht das etwa hier, dieses Memset sind diese 5 Zeilen in Assembler. Insbesondere seht ihr, dass Memset einfach direkt zu Memset übersetzt wird. Und wenn du jetzt also fertig bist und möchtest es in die Welt hinaustragen, dann kommt plötzlich das Optimieren bei minus O1 und plötzlich sieht es anders aus. Es ist kürzer. Plötzlich ist der Call Memset hat sich verändert und ist jetzt aber weiß und nicht mehr zu finden. Es passiert einfach nicht mehr, es ist nicht mehr da. Und das ist ein Problem. Was ist passiert? Ja, ich habe das gestohlen. Was passiert ist, Dead Store Optimization or Dead Store Elimination.
And so basically that MEMS at the end, irgendwie Eliminierung, Optimierung. Ihr habt in einem, Dead Store, sorry, also ja, Speicher, der als tot betrachtet wird, wurde wegoptimiert. Ich könnte also dieses MEMS-Set einfach rausnehmen, sagt sich der Optimierer, und dann kann ich dir richtig Platz im Binary und damit an Laufzeit sparen, das ist doch super. Und weil der Optimierer nicht weiß, was der Code tut, ist er total... ist er der Meinung, dass er den Code angemessen ausführt. Das ist ein ziemlich allgemeines Problem. Ich wollte mir also die üblichen Compiler ansehen und gucken, welche das so ausoptimieren können und das tun. Mit manchen musste ich mehr spielen, mit manchen weniger oder hin und her springen. Diese Liste von 10 Compilern habe ich getestet, aber den IBM-Compiler konnte ich nicht testen, so viele $1,000 habe ich nicht. Und das sind die, die ich getestet habe. Die ersten 5 oder die ersten 4 kennt ihr. GCC, Clang oder der Microsoft Compiler. Auch der Oracle Compiler ist auf dem Compiler Explorer, das war also auch einfach zu testen. Und es war einfach, sie dazu zu kriegen, dass sie MEMSets wegoptimieren. Dann habe ich auch andere versucht. Den Embarcadero, C++, und ein Farmer. Und von den 10 habe ich 8 dazu gekriegt, dass sie es wegoptimieren. 80% der gewöhnlichsten Compiler machen das. In praktischen Fällen. Es ist also nicht nur ein theoretisches Problem. Witzige Sache, ich habe eine ganze Weile versucht, PGI-Compiler dazu zu bringen, das zu machen. Und der hat sogar eine Option, um Speicher in toten Speicher zu schreiben, zu eliminieren. Aber selbst damit hat das verdammte Ding sich nicht bewegt. Ich weiß nicht, was es da tut. Aber ja, die meisten Compiler, wenn du ihnen sagst, sie sollen optimieren, dann optimieren sie halt auch sowas wie ein Dead Store weg. Okay, wie oft passiert das denn jetzt eigentlich? Und das kommt so ein bisschen aus einer Diskussion, die ich früher im Jahr hatte mit ein paar Kollegen. Und einige Leute haben gesagt, ja, okay, ich sehe jetzt O1 oder O2 oder OS jetzt nicht wirklich so oft. Und dann habe ich mich mal umgeguckt und dann mir überlegt, wo kriege ich die Daten her. Ja gut, ich gucke mal bei opensource.apple.com. Und habe mir mal die Makefiles geguckt und habe mir mal die O2 oder OS-Switches angeguckt. Ja, da habe ich gesehen, die benutzen gar keine Makefiles, die haben irgendwie ein komisches Build-System. Und das benutzt aber OS by default. Also irgendwie so 200 von 200. But these numbers should be good enough. Ja. In addition, if you look at the wenn man sich darüber hinaus noch die üblichen Entwicklungsumgebungen anguckt und guckt, was so, wenn man ihnen sagt, so was passiert, wenn man ein Projekt im Release-Mode baut, dann macht Xcode by default OS und Visual Studio by default O2. Also die machen von Haus aus machen die Optimierung. Ja, und das, daraus kann man eigentlich schließen, ja, das ist überall, nicht überall, aber fast überall. Okay, jetzt wissen wir, was das Problem ist und wir wissen, dass es tatsächlich auch ein praktisch relevantes Problem ist, das sehr, sehr oft auftritt und mit den meisten Compilern auftritt. Also es ist ein echtes Problem. Also wie lösen wir das jetzt tatsächlich? Und das ist der Punkt, wo es wirklich schwierig wird. Also es gibt viele Lösungen, aber keine davon ist wirklich jetzt übertragbar von einem zum anderen. Das eine funktioniert mit dem einen Compiler, das andere funktioniert mit dem anderen OS. Das hier funktioniert mit einer Version von der Sprache. Und der andere funktioniert nur, wenn du ein bestimmtes Executable-Format hast. Und
das offensichtlich ist, nein, nicht selber schreiben. Ich habe Leute gehört, die gesagt haben, ich helfe mit dem Compiler und ich weiß, was ich tun muss. Und die versuchen da so Leroy Jenkins-mäßig dran zu gehen und da machen das natürlich komplett falsch. Und ich habe mal irgendwo gehört, so, ja gut, mach mal einfach I.O. mit dem Buffer und dann, ja gut. Und gut, dann machst du halt I.O., ne, für ohne guten Grund. Ja, also nicht selber machen. Du machst, vermutlich kommt man irgendwie mit einer Lösung, die dumm aussieht, dann sieht man auch selber dumm aus. Und vor allem, ja klar, deine Lösung mag jetzt für die eine Version von dem Compiler funktionieren, aber vermutlich wird es mit der nächsten Version von einem Compiler, der wieder ein bisschen schlauer ist, nicht mehr funktionieren. Also nicht selber, oder wenn du selber machen willst, dann hör dir zumindest an, was ich so jetzt auf den nächsten 10 Folien sage und halt dich dran. Okay, hier ist eine Lösung. Die erste Lösung ist dieses libc-Funktion explicit b0. Das ist nicht im Standard drin. Aber das wurde so im Mai 2015 von den OpenBSD-Leuten entwickelt. Das könnte irgendwie damit zusammenhängen, mit Heartbleed. Und was es halt tut, ist B0, aber es garantiert, dass es nicht wegoptimiert wird. Und jetzt ist es nicht mehr dein Problem, sondern jetzt ist es libc's Problem, und weil die die Garantie gemacht haben und die müssen jetzt sich darum kümmern, dass es auch so umgesetzt wird. Und ja, glibc hat sich jetzt auch gedacht, so, das ist eine prima Idee, das machen wir auch. Das heißt da jetzt irgendwie anders, aber. Und dann, almost 2 years ago, the glibc guys came up with this too. And then dylibc supports this too. Dylibc unterstützt das auch. Aber OSX, unter OSX wird das halt noch nicht unterstützt. If you're limited to those platforms, explicit B0 is a perfect solution. Okay, wenn man sich nur um diese Plattformen kümmern will, dann ist das eine prima Lösung. In demselben Rahmen, wenn man nur für Windows entwickelt, dann gibt es Secure Zero Memory. Das ist quasi die Funktion, bei der Microsoft sagt, wir garantieren, dass das nicht wegoptimiert wird. Also einfach das verwenden. Also steht dann halt explizit im Standard dran, dass sie sicherstellen, dass diese Daten sofort überschrieben werden. Und da war Microsoft wirklich früh dran, das wird seit XP und Windows 2003 unterstützt. Und die API wird halt weiterhin unterstützt. Dann gibt es noch eine Funktion, die nennt sich memset_s. Und auch die garantiert, dass sie nicht wegoptimiert wird. Das ist jetzt eine Standardfunktion seit C11, aber es ist halt leider im optionalen NXK. Ja, wenn man sich anguckt, was da drin steht, dann steht da halt, ja, optionale Erweiterung. Was heißt das? Das heißt, man kann C11 compliant sein, ohne memset_s tatsächlich anzubinden. Ja, mit einem Falls und nein, mit einem Aber. Also das ist eigentlich so das hätte echt das Potenzial, eine prima portable Lösung zu sein, aber es ist dann halt leider doch nicht. Und dann gibt es natürlich noch irgendwie die offensichtlichen Lösungen. Wenn man irgendwas mit sensiblen Daten macht, dann macht man vermutlich irgendwo Krypto. Und wenn man eh schon eine Krypto-Bibliothek benutzt, dann hat vermutlich deine Krypto-Bibliothek eh schon irgendwie Funktionen, um das zu tun. In OpenSSL gibt es OpenSSL Clients. Und garantiert halt, dass es nicht wegoptimiert wird. GNU-TLS hat GNU-TLS Memset mit denselben Garantien. Libsodium hat
auch Sodium Mem Zero. Selbe Garantien. I'll get down in a minute. So those are, this is basically up until here. I've sort of given you a list of. Bis hierhin habe ich euch quasi Lösungen gegeben. Hier sind so, habe ich euch quasi API-Funktionen gegeben, die ihr verwenden könnt, das ihr benutzen oder so. Okay. Hier ist jetzt die Lösung, wenn ihr euch nicht auf die API verlassen könnt, aus irgendeinem Grund. Und das ist jetzt nicht direkt portabel, aber die meisten Compiler haben irgendwie was in der, was äquivalent ist. And what that means is you tell the compiler. Und was diese Option macht, ist halt, sagt dem Compiler, dass es nicht die interne Implementierung von Memset benutzen soll, sondern die von libc. Und ab dem Zeitpunkt weiß halt der Compiler nicht mehr, was die Funktion tatsächlich tut und kann da nicht mehr wegoptimieren. Ja, das gehört jetzt, also diese Option selber ist für GCC. Bis Clang 3.7 denkt sich Clang so, ja okay, wir unterstützen das und dann lass es aber einfach weg und ignorieren das. Und Memset wird immer noch wegoptimiert. Das ruiniert so ein bisschen dieses benutzt das, weil es funktioniert, weil ja, außer wenn man halt alte Versionen von Clang benutzt. Andere Funktionen könnten immer noch wegoptimiert werden, ne? Also wenn man irgendwie einen For-Loop hat, der das Clearing macht, dann wird es immer noch wegoptimiert. Eine andere Lösung ist halt einfach nicht optimieren. Das funktioniert. Klar, natürlich kriegt man die Garantie, dass Code nicht wegoptimiert wird, wenn man überhaupt nichts optimiert. Offensichtlich ist das. Also, wenn man Fortify Source verwenden will, dann funktioniert das halt nicht, weil das O1 braucht. Aber klar, und man muss irgendwie seine Bildumgebung ein bisschen ändern. Und auch das ist jetzt nicht wieder komplett portabel, aber die meisten Compiler haben irgendwie eine Option, um dem Compiler zu sagen, dass er nicht optimieren soll. Aber das Problem ist, du willst halt, genau, es wird halt dann doch nicht optimiert und das will man nicht unbedingt in Production. Dazu gehörig ist halt einige Compiler unterstützen halt, dass man irgendwie lokal dass man lokal irgendwie auf einen bestimmten Scopes oder einen bestimmten Funktionen nur irgendwie sagen kann, dass man nicht optimieren soll und ihm sagen soll, hier, mach mal nur O0 an der Stelle. Das sieht nicht so aus, als ob das eine übliche Funktion ist und das könnte so ein paar Seiteneffekte haben. Also über diese O-Switches hinaus, die der Compiler normalerweise macht. Also ich habe da mal ein bisschen rumgespielt und es scheint zu funktionieren, aber es scheint irgendwie nicht ein üblicher Weg zu sein, das zu tun. Ja, das ist halt Pragmas, die hängen echt vom Compiler ab. Eine andere Lösung ist es, schwache Symbole, sogenannte schwache Symbole zu benutzen. Wenn ihr schwache Symbole kennt, kennt ihr schwache Symbole? Ja, so ein paar. Ich versuche euch kurz zu erzählen, was es ist. Das ELF-Format spezifiziert sozusagen, wie eine ausführbare Datei aussehen kann, die solche Formaten unterstützen sollen. Ein Teil des Formates ist, Symbole für Funktionen, Variable und so fort definieren zu können. Generell sind Symbole starke Symbole. Man kann aber Symbole auch als schwach markieren. Das bedeutet, dass so ein Symbol sich bei der Laufzeit verändern kann. Wenn man also etwa eine Funktion oder das Symbol einer Funktion als schwach definiert, dann kann das heißen, dass der Compiler zur Compile-Zeit Schwierigkeiten haben wird, sich zu überlegen, was das heißt. Denn es ist als schwach definiert worden.
Das ist die genaue Lösung, die OpenBSD benutzt für Explicit B0. Was ich daran mag, ist, hier ist die Commit-Message von den OpenBSD-Leuten. Sie sind da sehr pragmatisch. Well, wisst ihr, die Lösung ist clever, aber irgendwie ist sie nicht narrensicher. Es gibt immer noch Arten und Weisen, das zu stören, kaputt zu machen. Insbesondere könnte der Compiler bei Laufzeit prüfen, was das Ding ist bei Laufzeit und es dann wegoptimieren. Aber in der vorhersehbaren Zukunft glauben wir nicht, dass das passiert. Aber es ist möglich, dass das irgendwo mal passieren mag in der Zukunft. Ich mag die Beschreibung, sie ist halt nicht narrensicher, könnte brechen, funktioniert aber erstmal. So, die nächste Lösung sind Barrieren in Speicher. Wie viele Leute wissen, was eine Barriere im Speicher tut? Auch ungefähr so viele. Lass mich versuchen, das kurz zu erzählen. Und sei freundlich zu mir, ich werde es extrem übersimplifizieren. Es ist kein besonders einfaches Konzept. Sagen wir haben einen Teil Code mit Variablen A und B und sagen, A ist gleich etwas und B ist irgendwas, ohne dass sie irgendwas miteinander zu tun haben. Das bedeutet, dass Compiler und Hardware kriegen die Erlaubnis, sie umzusortieren, weil es total okay ist, auch B zuerst zu setzen und dann erst A, ist okay. Und der zweite Thread, Thread möge sagen, während B noch nicht null ist, lauf und dann, wenn A gesetzt wird und B null ist, benutze halt A. Das klingt sich natürlich an, das sollte funktionieren. Aber der Compiler auf der einen Seite, Compiler Hardware auf der einen Seite weiß nicht, dass es eine Relation zwischen A und B gibt. Und wenn es dann B setzt, bevor A gesetzt wird, passieren wirklich schlechte Dinge. Es gibt viele Sicherheitsbugs, die darauf basieren, auf der Art Problem. KSAN, TSAN im Linux-Kernel, die kamen aus dieser Art Bugs. Die Art und Weise, das zu reparieren, funktioniert mit Memory, mit Speicherbarrieren. Also wenn man sagt, A ist gleich etwas, sagt ihr in der Mitte Memory Barrier und dann B gleich etwas. Das bedeutet, der Hardware und auch dem Compiler, was auch immer hier passiert, tauscht nicht über diese Barriere hinweg. Es gibt hier eine Korrelation, von der ich weiß, die du nicht sehen kannst. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Normalerweise muss man hierfür viel mehr erzählen. Aber ich hoffe, ich habe die Message irgendwie gut rübergekriegt, um euch zu erzählen, was eine Barriere im Speicher ist. Das Coole an solchen Memory-Barrieren ist, es sagt dem Compiler, ich weiß hier etwas, was du nicht weißt, fass es nicht an. Das funktioniert für Umsortieren. Das funktioniert aber auch sehr gut, um etwas nicht wegoptimieren zu lassen. Die Idee ist also, Memset zu machen, dann sagen wir Memory Barrier und das sagt dem Compiler, schmeiß es nicht weg. Ich weiß, das hört sich kompliziert an, aber es ist ziemlich clever. Aber das funktioniert wirklich gut und wird benutzt in Dietlibc, Glibc. Nginx hat gerade einen Fix eingebracht, wo sie Explicit B0 benutzen hatten und haben auch im Fix eine Memory Barrier eingebracht. Also ein interessantes Konzept und es funktioniert. Das sind Lösungen, die bekannt sind, die funktionieren. Getestet und von vielen bekannten Stücken Software.
wenn ihr aus Gründen in einer Umgebung seid, wo ihr all das nicht benutzen könnt, wo es nicht portabel genug ist, und ihr braucht eine Lösung, die überall funktioniert, dann ist das Beste, auf bekannte Konstruktionen in C zurückzufallen, in diesem Fall etwa auf das Volatile-Keyword. Leute gehen in diesem Fall, sagen in diesem Fall, ach, benutzt einfach Volatile und alles ist gut. Das Compiler sind aber sehr clever und irgendwie schwierig zu verstehen, und wenn sie clever genug sind, können sie es im Prinzip immer noch wegoptimieren. Also ist die Volatile Solution ein guter Fallback, eine beste Bemühung, aber nicht vollständig. Eine Lösung davon ist der Volatile Pointer Right, also schreiben auf den Pointer der Fallback von Libsodium. Und hier sehen wir den Libsodium Fallback. Man sagt dem Compiler, hey, ich weiß hier was, was du nicht weißt. Es fühlt sich hier sehr sprachanwaltig an. Access Object something something. Vielleicht ist ansehen so als Object something und noch was. Das, wenn der Compiler sich das hier ansieht und wenn er beweisen kann, dass wo immer PNT herkommt und es war tatsächlich nicht volatil, dann bedeutet es volatil eben nicht viel und dann optimiert es immer noch weg. Das hört sich sehr theoretisch an. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich passiert. Aber ein paar Leute haben mir gesagt, dass das durchaus was ist, was passieren kann und dass dem Compiler erlaubt wäre, das zu tun. Die Tatsache, dass es ein Fallback ist, lässt mich auch glauben, dass es wahrscheinlich nicht passiert, aber könnte. Das ist die Lösung aus OpenSSL, die benutzt auch Volatile. Es erzeugt einen Volatile-Funktionen-Pointer auf Mapset mit schwarzen Symbolen. Um dem Compiler zu sagen, das könnte sich bei jeder Zeit verändern, ohne dass der Compiler davon weiß. Das ist eine ziemlich gute Lösung, aber ein Weg, um da theoretisch drumherum zu kommen, ist, wenn der Compiler Laufzeitcode sich ansieht, der bevor die Funktion aufgerufen wird, und sich dann ansieht, ist das Memset oder was anderes. So, weil es Memset ist, geben wir einfach das zurück und speichern, nehmen die optimierte Version davon und sparen ein paar Cycle. In Theorie könnte das passieren. Ich weiß nicht, ob es passiert. Aber es wäre möglich. Denkt über diese Lösungen also nach. Als Fallback-Lösungen werden in Theorie vielleicht nicht funktionieren, in Realität wahrscheinlich schon. Das ist also die erste Hälfte meiner Präsentation und ich habe noch relativ viel Zeit, das ist cool. So, es gibt also nicht diese eine portable Lösung. Darum ist Speicherlöschen schwer. Wenn ihr also sucht nach einer Allrounder-Lösung, die überall funktioniert, dann ist es ziemlich schwer, so eine Lösung zu finden, so eine gute Lösung zu finden. Das ist genau das, wo dann KundInnen auf mich zukommen und sagen, ich brauche das aber portabel und es muss das und das können. Die beste Lösung wäre also, benutzt alles, was ich gerade genannt habe, so gut ihr könnt. Aber wenn sich Libsodium ansieht, ihr werdet auf der Folie einen Link finden und dann seht ihr das tatsächliche Zitat. Libsodiums Memzero ist hervorragend geschrieben, irgendwie schön, aber es hat, und es hat dieses sehr elegante if-def-this und if-def-this was anderes und wenn das definiert ist, dann macht das und in diesem Setup macht diese Lösung. Und das hat es für 6 oder 7 Fälle, von denen ich gesprochen habe. Es ist hübsch, es ist elegant. Wenn ihr Inspiration
braucht, Leute dahin zeigen, ist so sozusagen portable Lösung. Und nun haben wir über das Problem geredet, über ein paar Lösungen. Und jetzt möchte ich aber auch Erkennung. Ich möchte auch sehen, dass es passiert. Und ich möchte Compilern beibringen, dass sie mir das sagen. Wieso sagt mir GCC nicht, dass es das wegoptimiert hat? Wenn es Sicherheitskonsequenzen hat, dann sollte es mir das sagen. Warum tut es das nicht? Also habe ich mich dran gesetzt und GCC modifiziert. Und kam mit diesem Patch. This is their tree SSA death rule elimination pass, and when it calls das ein tree SSA pass, und wenn es das delete dead call machen will, dann füge ich hinzu, bevor du delete call machst, wirf diese Message, sag mir, wo es passiert, und die Zeilennummer, und dann optimiere es immer noch weg. Was das bedeutet, ist, dass jedes Mal dann, wenn ein Memset ausoptimiert wird, dann sagt es mir GCC. Das ist interessant. Ich kriege also nicht nur Erkennung für meinen eigenen Code, denn so kommt man auch sehr schnell, sehr einfach an Zero-Day-Exploits. Also habe ich reichlich bekannte Open-Source-Projekte runtergeladen und durch meinen modifizierten Compiler gejagt von GCC und fand eine Liste von Dingen. Also ich kenne dieses spezielle Problem, das praktisch OpenSSL, MRT Curb, Heimdall Curb, Metric SSL, Nginx PHP, DHCP Bind, Squid Cache betrifft. Und die Liste ist länger. Ich habe auch rsync und noch mehr. Wir wissen also, das Problem ist ja weit verbreitet. Und wenn Problem hier drauf, wenn Code hier drauf aufgebaut ist, hat das natürlich auch diese Probleme. Und natürlich zitiere ich hier einfach nur Namen. Aber schaut hier mal einfach so ein Zero Day an. Das ist in MIT Curb. Das wird, dieses Memset wird wegoptimiert. Das ist in PHP. Das wird auch wegoptimiert. Das, glaube ich, ist Matrix SSL. Und dieser entschlüsselte Klartext wird wegoptimiert. Also das Nullsetzen von diesem entschlüsselten Klartext. Diese Crypto Extended Data wegoptimiert. Das hier ist aus Nginx. Dieses Passwort wird nicht genullt. Das ist in Bin DHCP. Auch Privatschlüsseldaten, die nicht weggenullt werden. Das hier ist aus Squid. Es versucht, die Credentials zu klären, aber das wird wegoptimiert. Ich musste ein bisschen mit PowerPoint spielen. Das hier ist ein Schlüssel, wird auch wegoptimieren. Hier in rsync. Auch Credentials, die in der Datei gespeichert sind. Und auch das Nullsetzen wird wieder rausoptimiert. Und alles, was ich dazu tun musste, war 5 Zeilen Code in GCC hinzufügen. Und GCC hat mir all diese Bugs geworfen. Was auch schön war, dass man diese Daten aus GCC wiedergekriegt haben, war, außer dass es einem Bugs gegeben hat, alles mir halt auch gezeigt, die Sachen gezeigt, die es rausoptimiert hat, wo ich gedacht hätte, dass es den nicht rausoptimieren würde. Also klar, eine Variable, die aus, kurz danach aus dem Scope geht und die gememset wird, das wird wegoptimiert. Aber was sie auch rausgefunden hatte, war, es gibt dieses Muster, dass man was malloct und dann erstmal memsetet und dann weitermacht.
Und in vielen Fällen wird das auch wegoptimiert. Die Idee ist, dass es nur wegoptimiert wird, wenn der Compiler beweisen kann, dass alle Elemente in dem Struct oder in dem Feld direkt gefüllt werden dann manuell. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich hundertprozentig wahr ist. Wir reden da jetzt auch über so Sachen wie Structure Padding und Enums und sowas. Unions meine ich. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie genau das funktioniert. Ich meine, ich habe da jetzt noch nicht wirklich weiter gegraben. Ich habe das etwa gestern. Gestern kam dieser Patch. Also bin ich mir nicht sicher, wie viel Potenzial da wirklich ist. Also da könnten noch ein paar Bugs rauskommen. Also da muss man noch irgendwie ein bisschen weiter forschen und wenn jemand da Interesse dran hat, viel Spaß. Und ich habe halt oft gesehen, dass nicht-sensitive Daten dann gememsettet und dann gefreed werden. Und klar, dieser Memset wird dann rausoptimiert. Da ist dieses Coding-Muster, wo man erst ein Malloc, dann Memset 0 und dann vor dem Free Memset 0. Nicht, weil sie irgendwie sensitive Daten rauswerfen wollen, sondern weil sie die Garantie haben wollen, dass sie immer von irgendwie einer auf dem sauberen Zustand quasi wieder aufsetzen. Und ja, wenn das jetzt irgendwie rausoptimiert wird, dann halten diese Garantie natürlich nicht mehr. Und ja, Code, der halt sich darauf verlässt, dass man immer irgendwie mit einem sauberen Zustand anfängt, der funktioniert dann einfach nicht mehr. Dieses Muster funktioniert, glaube ich, einfach nicht gut mit Compiler-Optimierung. Also ich habe noch nicht alle Informationen darüber, aber es sah jetzt zumindest mal interessant aus. Die andere Sache, die mir aufgefallen war, in der Nähe von diesen Memsets sind mir oft auch andere Bugs aufgefallen. Und dann habe ich halt vielleicht gedacht, Bad Codes, also schlechter Code sieht anderen schlechten Code an. Das sind Sachen wie Use After Freeze und also erst ein Free und dann Memset oder so. This is the case of the null deref, where basically a malloc happens and then the memset. Hier ist null deref, ne? Also erst guckt man, ob das null ist und dann. Obviously that memset, if the value is null, that memset would cause a null deref. Ja, also wenn dieser Parameter tatsächlich schon null ist, dann wäre das memset auch ein null Dereferenz. Also. Construct is clearly also dieses Konstrukt ist einfach kaputt. So now, I mostly spoke about memset, but really, ich habe jetzt größtenteils über Memset geredet, aber ich meine, da gibt es tausend verschiedene Variationen von. Na, man kann einen For-Loop machen, man kann andere APIs benutzen, man kann versuchen, das irgendwie selber irgendwie zu machen. Und dann gibt es in C++ nochmal zu viele andere Möglichkeiten. Man könnte komische Klassen haben mit Konstruktoren und Vererbung und virtuellen, ja, was auch immer. Also es wird auf jeden Fall verrückt. Also es sieht alles anders aus, aber es hat alles irgendwie, das tut alles dasselbe, es hat alles dieselben Probleme. Und wenn man nur von der Code-Perspektive darauf guckt, dann ist halt manchmal der Optimierer schlau genug und manchmal ist er es halt nicht. Also wenn man sich jetzt Code anguckt und man macht irgendwie so eine Einschätzung, was die Sicherheit angeht,
Ja, sollte man irgendwie den Buckets irgendwie weiterleiten oder nicht? Also im Zweifelsfall, denke ich mal, sollte man tun. Selbst wenn es nicht jetzt optimiert wird, dann könnte es halt in der Zukunft wegoptimiert werden. Okay. Jetzt habe ich bis jetzt eigentlich immer über C geredet. Was ist, wenn man nicht über C schreibt? Was ist, wenn man andere Sprachen benutzt? Vielleicht keine nativen Sprachen. Ja, was ist was mit Go, Rust, Objective-C, C-Sharp, Java, whatever? Ich wollte jetzt da irgendwie mehr drüber reden, aber jetzt habe ich nur eine einzige Folie darüber. Also in C-Sharp gibt es sowas wie Secure String, was so ein String halt in einer sicheren Art und Weise aufbewahren soll. Und das Problem ist nicht die Implementierung, sondern die Frage ist, wie kriegt man eigentlich irgendwas sicher rein und wieder raus in so ein Secure String? Und in Java gibt es irgendwie die Empfehlung, nicht Strings zu benutzen, sondern stattdessen Byte Arrays zu verwenden. Und ich weiß nicht mehr, was es war, es gab irgendwie einen Grund dafür. Die Idee ist, die meisten gemanagten Sprachen bieten einem jetzt keine Möglichkeit an, das tatsächlich zu tun. Also man kann da irgendwie nicht im Speicher mit sensiblen Daten agieren, ohne dass es irgendwie leakt. Insbesondere wenn man irgendwie mit Garbage Collection arbeitet und irgendwann wird mal irgendwas eingesammelt und man weiß nicht genau wann und wo und auf einmal hat man 5 Kopien von seinem Private Key, die irgendwo im Speicher rumliegen. Das sind einfach Sprachen, die nicht die Infrastruktur haben, um mit sensiblen Daten umzugehen. In einigen Orten versucht dann irgendwie die Leute versuchen irgendwie ihre eigenen Sachen da dran zu schmieden, mit unterschiedlichen Graden von Erfolg. Und es gab irgendwie, ich habe mal irgendwas gesehen mit 4 oder 5 verschiedenen Versionen, weil jedes Mal irgendwas kaputt damit war. Also im Allgemeinen würde ich sagen, es ist schon eher traurig, was da abgeht. Die meisten Leute haben es nicht versucht und diejenigen, die es versucht haben, haben es nicht genug versucht. Also, jetzt wo ich durch alle diese verwandten Probleme durchgegangen bin, wie man Speicher reinigt, möchte ich über ein paar verwandte Probleme reden. Zuerst mal, was ich zuerst gesagt habe, ist, es ist nicht so, als ob Leute hingehen und sagen, okay, ich sollte jetzt diesen Speicher reinigen, weil da sensible Daten drin sind. Das Problem ist halt, manche Leute versuchen es nicht mal. Das heißt, sie setzen den Key, ist nicht mehr im Scope und wird nie wieder angesehen. Wird also häufig schnell überschrieben, aber es kann auch schiefgehen und dann sehr lange im Speicher bleiben. Das Problem ist, dass es ist schwer zu finden. Das heißt, man sucht irgendwie nach dem Fehlen von etwas. Das Einzige, also wie man diese Fehler finden kann, ist, oh, hier ist was Sensibles. Oh, und hier hat sich keiner drum gekümmert, es wieder zu löschen. Und das zweite Problem ist irgendwie süß. Also wenn man sich Memset so ansieht, wie es hier gemacht wird, das ist falsch. Die Länge und das Byte, womit man es setzen will, sollten hier transponiert sein. Das 0 sollte an zweiter Stelle stehen und das Length auf der dritten. And then the pattern is used as the length. In this case, the pattern is 0. So a memset. Also in diesem Fall würde 0 die 0 im dritten einfach sagen, okay, das wird benutzt als Pattern, also wird nichts in Memory geschrieben. GCC hat eine Warnung dafür. Und was ich also tun wollte, ist mir den Code, den ich mir vorher angesehen hatte, nochmal ansehen mit dieser Warnung.
und diese Liste von Bugs finden, aber ich hatte nicht genug Zeit dafür. Aber die Chance ist, wenn ihr diese Warnung anschaltet und durch Open Source Code geht, werdet ihr viel davon finden. So, another list of sort of related bugs. Eine andere Liste von verwandten Bugs ist verwandt im Sinne, dass Optimierung mit drin war. Mit dem Fall, dass ohne Optimierung der Sicherheitsbug entweder gar nicht passiert wäre oder weniger schlimm gewesen wäre. Da gibt es so drei relevante Fälle, meiner Meinung nach. Der erste, über den ich sprechen möchte, ist Pointer Overflow. Sagen wir, wir haben diesen Code. Wir haben einen Pointer und eine Länge, von der wir nicht wissen, ob wir der vertrauen können. Wir müssen also eigentlich sicherstellen, dass Pointer plus Länge nicht in einen Overflow reinrennt. Wenn also etwa in diesem Fall Pointer plus Länge kleiner als Pointer wäre, ist ein Overflow passiert und wir wollen raus. So. Aber Pointer-Overflows sind immer undefiniertes Verhalten. Also sieht es der Optimierer dieses undefinierte Verhalten und der Optimierer, der Compiler wirft es einfach durch Optimierung raus, weil es ja undefiniert. Und wenn man jetzt, sobald man weiß, dass es so ist, sieht man es überall, sonst ist es eher unauffällig. Man müsste hier also einen Typ nehmen, der zu groß ist, und dann kann der Compiler das nicht mehr rausoptimieren. Das zweite ist ein bisschen subtiler. Switch-Case-Optimierung. Wenn man einen Switch in C hat und den nach Assembly übersetzt, macht man einfach eine 1:1 Übersetzung. Aber wenn man den Optimierer benutzt, wird eins von verschiedenen Dingen passieren, etwa ein binärer Baum, der benutzt wird im Microsoft-Compiler, in GCC oder Clang, wird eine Jump-Tabelle geschrieben. Das bedeutet, Sie sehen sich den Wert an, also das Wertepaar, es wird verglichen mit einer Zahl und die wird als Offset in diesem Jump-Table eingetragen. Das ist normalerweise kein Problem, es ist eine Abstraktion und meistens muss man sich dann nicht drum kümmern. Aber wenn es so eine geteilte Speicher-Vertrauensschwelle gibt, kann das ein Problem sein, nämlich weil der C-Code dann... Also dann haben wir hier Hypervisor Trust Boundaries, sehr, sehr starke solche Vertrauensschwellen. Wenn man sich jetzt diesen Blogpost hinter diesem Link ansieht, dann kann man eine Privilegien-Eskalation in einer VirtualBox-Gast-Host-Situation machen. Der Bug ist, wenn man das erste Mal fetcht, das erste Mal holt, ist alles gut. Wenn man das zweite Mal macht, passiert was im Jump-Table. Und der eine und die andere Person kann was verändern im Jump-Table und plötzlich springen wir vom Jump weg und haben einen willkürlichen Jump erzeugt. Das ist offensichtlich schlecht. Yeah, I'm not gonna cover this. Okay. Ja, aufs Dritte werde ich mich nicht beziehen. Ich muss es jetzt zusammenfassen. Ich habe noch drei Folien, dann können wir uns auf die Fragen stürzen. Das hier ist wichtig. Wir kennen jetzt das Problem. Wir kennen ein paar Lösungen. Wir wissen, dass es ein Realweltproblem ist, dass es das gibt. Aber wir haben es irgendwie verstanden. Aber ich habe euch irgendwie hier was vorgelogen. Es ist nicht das ganze Problem. Wenn es das ganze Problem wäre, dann wäre es ja schön. Aber wir wissen, dass sie ja zu fixen, sozusagen. Aber Compiler-Optimierung ist einfach wirklich, wirklich clever und macht wirklich viele clevere Sachen. Viele kleine, subtile Sachen, sehr architekturspezifisch. Und hier ist so eine Liste von Sachen, die passieren könnten. Der Optimierer wird so Sachen tun wie, oh, du
benutzt diesen String auf diese Art und Weise. Weißt du, was ich damit tun werde? Ich tue es im Register und dann wird es viel schneller. Oh, merkst du? Ach, ich habe hier nicht genug Register. Und dann tue ich das auf den Stack. Und dann gehen wir halt machen wir von da weiter. Und was dann passiert ist, es wurde geleakt in die Register und dann geleakt in den Stack. Und das passiert häufig und viel. Solche Secrets werden also gelegt, solche Geheimnisse werden gelegt, wegen Optimierung, selbst wenn man sich wirklich hart bemüht. Und damit, dass wir wirklich heftig versuchen, das Richtige zu tun, wirft einem der Compiler wieder Stöcke zwischen die Beine. The security guy FreeBSD now has, I think, a cloud storage company. Very, very smart security guy. FreeBSD, ein Schreiber davon, hat jetzt so eine Company, der hat einen Blogpost darüber geschrieben. Und es wird als Notiz in der Linux-Manpage von ExplicitB0 wiedergegeben. Und die sagt, ja, das ist wirklich ein fundamentales Problem. Wir empfehlen immer noch ExplicitB0 zu benutzen. Aber unsere Hoffnung und Gedanken sind, dass in der Zukunft wir Compilern sagen können, bitte macht das nicht und macht einfach das Nächste. Aber momentan gibt es keine guten Fixes dafür. Das ist das erste Statement, was ich für die Gegenwart darüber sage, Leute. Also das schließende Statement ist, Optimierung und Kryptographie passieren nicht zusammen. Sie schließen sich gegenseitig aus. Bevor ich zu meiner Schlussfolgerung komme, möchte ich noch ein bisschen schimpfen über Optimierung. Als ob ich es nicht schon getan hätte. Optimierung ist super. Es gibt einem alle möglichen Sachen. Es wird schneller. Aber ich habe ein großes Problem mit Optimierung. Wenn man ein Entwickler ist, eine Entwicklerin ist und über seinen Code nachdenken will, dann weiß man, was sein Code tut. Und dann kompiliert man es und dann wird es optimiert. Und dann kann man darüber nicht mehr Beweise führen, nicht mehr drüber nachdenken, weil man nicht weiß, was der Optimierer tut. Und das ist ein ziemlich fundamentales Problem. Was ich also möchte, ist, dass bevor Leute dieses Strich O benutzen, dass sie darüber nachdenken. Viele ExpertInnen tun das, aber seid nicht blasiert darüber. Bevor ihr Strich O benutzt, denkt drüber nach, was das bedeutet. Es wird alle möglichen Dinge, über die ihr nicht so richtig sicher wart, einführen. Es wird plötzlich Bedeutung von Sachen verändern. Was ich eigentlich wirklich will, von den Compiler-Leuten und den Sprachleuten, ist Kontrolle und Haftbarkeit für diese Optimizer. Also bevor ihr irgendwas tut, gebt mir eine detaillierte Liste von all dem, was du jetzt als nächstes tun wirst, um zu optimieren. Damit ich diese Liste ansehen kann, meinen Code ansehen kann und jetzt wieder sagen kann, okay, was macht denn jetzt eigentlich die binäre Interpretation von meinem Code? Weil über den Binärcode nachzudenken halt nicht einfach ist. Was ich also möchte, ist eine viel fein granularere Kontrolle über die Optimierung. Oder etwa so lokalisierte Optimierungskontrollen wie in Microsoft Visual C. Oder etwa in diesem Scope optimiere nicht. Oder in diesem Scope optimiere nicht auf diese Art und Weise. So etwas wäre sehr schön. Das hier überspringe ich einfach. Und hier sind dann meine Schlussfolgerungen. Wir kennen das originäre Problem. Ich habe euch ein paar Lösungen präsentiert. Und so im Rückblick sind es halt nur partielle Lösungen, aber es sind immerhin Lösungen. Und ich habe auch einen Aufruf dazu, was ihr tun sollt, was wir tun sollen. Das Problem, wie ich gezeigt habe, ist überall in Open Source. Also hätte ich gerne, dass ihr einerseits diesen Patch, den ich in GCC gezeigt habe, benutzt, um Bugs zu finden und noch besser, um sie zu fixen.
Und Compiler sollten auch mehr tun, sich um die Haftbarkeit von dieser Optimierung und die Kontrolle kümmern. Sobald sie es momentan tun, sie das, haben wir so ein paar Flags, aber nicht besonders viel Kontrolle und nicht genug klare Kontrolle. Keine Transparenz. Wir wissen einfach nicht, was passiert. Und bei so einer Dump-Funktion etwa ist es halt wie eine Nadel im Heuhaufen. Wir wollen eigentlich was, was einfach zu lesen ist, einfach zu parsen ist, um dann einfach durch alle solche Programmschritte durchzugehen. Und ich hätte gerne, dass die Sprachleute auch involviert sind, um es durchzustandardisieren, wie das portabel geht. Und zuletzt, so aus meiner Nicht-C-Rubrik, was ist mit Ruby, was ist mit Python, Perl, PHP, JavaScript, Go? Es riecht schlecht, es sieht schlecht aus, insbesondere zur Laufzeit. Das ist sicher für mehrere Präsentationen wertes Material. Ich wünschte, ich hätte euch hier mehr zeigen können. Das ist alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen.